Friends, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video und zu einem neuen Tag. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Wir reagieren heute auf DSDS mit dem Casting im Ausland auf Mallorca mit Fatih, Big N, Paris. Und Isa. Und der Song heißt Peaches. Von Justin Bieber, ist ein sehr schwieriger Titel, mit GVO natürlich. Wir gucken uns an, was Big N hier gezaubert hat. Wir haben schon ein paar TikToks gesehen, wo es nicht so prickelnd aussah. Wollte ich nicht. Die habe ich gesehen, aber wir gucken uns das mal natürlich hier in Vollversion an. Mhm. Ich glaube, die Juryentscheidung ist nicht dabei. Ich hatte irgendwie in den Kommentaren auch gelesen, dass die Juryentscheidung ab sofort nur noch im Fernsehen stattfinden soll. Ja, wahrscheinlich einfach nur um, die Zuschauer, damit die Einschaltquote erhöhen. Das ist natürlich schlau. Katsching, ihr wisst doch. Ist das auf Mallorca? Ist auf Mallorca, das ist, Digga, der war schon mal krasser, oder? Also doch voll weit einmal geflogen damals, oder? Also das sieht eher aus wie Burkina Faso, dickste Dingens. Oder was laberst du, Alter? Das sieht aus wie Duisburg-Dings. Zoo. Duisburger Zoo, Bruder. So sieht das aus. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Wenn euch das Video gefällt, lasst dem Kanal gerne ein Abo da, um die 25.000 Abonnenten voll zu machen. Wallah, ja. Hadia. Hadia. Erwürgt mal diesen Button. So. Wallah. Und jetzt, let's go. Also ich sag dir, wie es ist, ne? Wenn hier so ein Dönermann noch wäre, Wallah wäre Duisburg. Wallah wäre Duisburg. Hier hinter diese Zaun, so, der gibt so diesen Kebab durch diese Zaun. Oder, und die Geld. Oder wenn da am Zaun so, so Türken mit Wellensteinjacke wären. Würde ich mich auch nicht wundern. Ne? I got my peaches on Georgia. Oh yeah, shit. I got my weed from California. Dress that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass. Warum sind da Pferde hinter dem einfach? Warum sind da Pferde hinter dem Dieter? Krass. Damit es ein bisschen schön aussieht, weil... Die singen da zwischen Pferden und so. Ja, Digga, weißt du, vor, ich weiß nicht, wann das war, 2019, da haben die in Südafrika, in der Wildnis, da waren Elefanten und so. Wallah, wie geil. Und jetzt... sind die irgendwo auf einem Bolzplatz, der zertreten wurde von irgendwelchen Kanaken, die da Fußball gespielt haben. Normal müssen die ein paar Pferde da hin tun, damit es schön aussieht. Okay. Lama war auch drin, aber der hat eine schöne Stimme. Mhm. Das Ding ist, die sehen wir auch das erste Mal. Ja. Yeah. Weißt du, aber der kommt schon mal gut. Mach mal ein bisschen lauter. Du kennst ihn noch nicht, ne? Du kennst nur Big N, ne? Ja. Ja, Big N und Rose kennen wir ja nur. Wenn ihr auf jeden Fall wollt, dass wir in Zukunft auch auf alle anderen reagieren, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wir können das auch so machen, dass wir alle Auftritte in einem Video machen. Das ist gar kein Problem. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ja! Hör auf! Hör auf, Junge! Hör auf! Aha! Der macht seinen eigenen Trick draus! Ist doch cool! From the sauce, ja! Ist doch cool! Ja! Ist nicht schlecht, mach dein eigenes Ding draus, warum nicht? Es muss doch nicht genauso klingen wie das Original, Bruder! Na, okay, zeig deine Wiedererkennung! Da hast du recht, aber... Ah, schwierig. Ja, Walla, er macht sein. Der ist der Einzige, der hier gerade das einzige Ding draus macht. Der ist der Einzige, der sein eigenes Ding gerade draus macht. Ja, okay, da hast du recht, da hast du recht. Was? Ach so, ja, okay, ich dachte, da kommt noch was. Ja, gut. Peaches, peaches. Peaches, peaches. That is what we want. Peaches, peaches. Peaches. Oder das ist irgendwie so chaotisch, ne? Ich weiß nicht warum, das ist so chaotisch. Oder der eine macht einfach Salto mitten im Auftritt, Bruder, das passt ja, also keine Ahnung, passt gar nicht dazu. Eieieiei, Bruder. Mach noch Liegestütze, Bruder. Walla, da sind einfach Pferde und so, ne? Das sind Lamas, Junge! Na, du bist ein Lama, das sind Pferde, Mann! I cook that life up to the north, and get my light from the source, Oh, Bruder, also guck mal, ich verstehe, wenn Leute sagen, der macht sein eigenes Ding draus, der versucht es so gut es geht zu überbrücken, weil der auch kein Englisch kann und weil Englisch sich nicht toll bei dem anhört. Aber ich wollte den Esco packen, aber keine Chance. Aber ich glaube, es wäre besser für den, wenn der eigene Tracks schreiben darf und die performen darf. Safe, er ist ja auch ein Rapper. Ja, ja, eben. So. In Georgia.
I got my weed from California. I took my chick up to the north, yeah, come on, dance. Nee. Aber Camp David hat der Bruder schon an, ne? Ja, ja. Und der Dieter wird auch gesponsert, glaube ich, von der Camp Big David. Der Big N? Mhm. Bruder, weißt du, was los ist? Was ist denn los? Mit Let's Bounce, ne? Let's Bounce! Der hat 2 Millionen Streams auf Spotify allein, 500.000 monatliche Zuhörer und der war bei Apple Music in der Top 10. Der war vor irgendwelchen Amerika-Weltstars. Ist er gechartet? Der hat einen blauen Haken. Der hat irgendwie über 15.000 oder so schon auf Insta. Nächstes Jahr, ich gehe auch DSDS. Der ist jedes Wochenende in einem Club am Auftreten. Nächstes Jahr, ich gehe auch DSDS. Mit einem Track. Nächstes Jahr, ich gehe auch DSDS. BZ der Boss Abi. Smoke meine Blunt so wie Bob Marley. Will Ball Money so wie John Gotti. Guck mal, ich sag dir, wie es ist. Big N ist cool. Ne? Und auch mit diesem Let's Bounce Ding fand ich auch ganz cool, ne? War nicht schlecht, voilà. War vielleicht nicht direkt mein Geschmack so, was ich direkt in die Playlist packen würde, aber es war trotzdem cool und es ist etwas, was viele Leute einfach feiern. Es ist kommerziell. Es ist kommerziell, richtig, und die Zahlen sprechen ja auch für sich. 100%. So, aber das Problem ist, bei DSDS, weiß ich nicht, das ist halt so ein Gesangsformat. Yeah. Weißt du, was ich meine? Und auch die Zuschauer, die es gucken, sind jetzt nicht gerade jung. Mhm. Ne, da gucken jetzt eher Ältere, so Eltern und so, mhm, Omas, ja, ja. Opas mäßig. Eltern, Omas, Opas, ja, ja, weiter. Oder nicht? Hab ja, ich ja. Was falsch gesagt? Ja, ja, Eltern, Omas, Opas. So, so. Ja, okay, ja. weiter. Ja, ältere Generation guckt auf jeden Fall ja. DSDS und Fernsehen. Und vor allem, wenn du dann auftauchst da mit Rap und so, dann werden die sagen, boah, guck mal, der kleine Raudi und so. Mhm. Bla, 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 bla. Mhm. Weißt du, lieber so, die hören lieber so ein Petro Lombardi mit deiner schönen Stimme, wo die heulen können, so. Weißt du, das kommt besser an, glaube ich, im Fernsehen. Ja, aber das Ding, sein Rap unterscheidet sich ja auch von dem normalen Rap, weißt du? Digga, let's bounce, Motherfucker, let's bounce. Soll da jetzt die Oma sagen, ich shake mein Gürtel dazu, oder was? Nein, aber das könnte auch bei 1 Live laufen, finde ich, weißt du? Das ist so ein 1 Live Song. Ja. So, weißt du, das ist... Kommerziell ist es, keine Frage. Wallah, eben, keine 100%. Frage. Und das meine ich aber nicht. Und deswegen kommt das eigentlich für DSDS ganz gut. Weil ja. Er unterscheidet sich komplett von allen anderen. Guck mal, das meine ich nicht. Das ist nicht der Punkt, den ich meine. Er ist kommerziell. Es lässt sich gut verkaufen. Ja, es ist, es, man kann es als Mainstream irgendwo deklarieren. Ja. So, aber es ist bei DSDS, es ist einfach schwierig, dass er sich als Rapper durchsetzt gegen Sänger. Ja. Bei diesem Format, es ist kein Rap-Format, es ist ein Gesangsformat. Ich weiß, worauf du hinaus bist, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Big N mit diesem Auftritt rauswerfen. Das ist das Zahlen. Weil die Zahlen und die Jury weiß das ja auch. Ein Big N bringt den meisten Hype aktuell mit in diese Staffel. Ja. Weißt du, der hat ja schon den meisten Hype. Die werden ihn niemals rauswerfen und ich bin mir 100% sicher, der wird das auch bis in die Live-Shows schaffen, damit die aus diesen Zahlen für sich machen, also mit Anrufen und ja, Zahlen meine ich Geld. So. Ja, ja, safe. Ja. Ja, schreibt ihr mal gerne in die Kommentare, wie ihr den Auftritt fandet und schreibt sehr, sehr gerne in die Kommentare, ob ihr noch weitere Auftritte haben möchtet, auf die wir reagieren sollen. Und wenn euch das Video dann gefallen hat, lasst dem Video ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, haut rein und ciao, ciao.